Donnerstagmorgen in den Tannheimer Bergen in Tirol. Die Otto-Meyer-Hütte liegt im Rheintal und ist aufgrund der Geschichte in bayerischer Hand. Isabel Steinbrück richtet alles her für die Tagesgäste. Das Wochenende steht bevor. Da wollen viele übernachten. Doch die Hütte ist bereits ausgebucht. Morgen leider nicht. Nein. Okay, bitteschön. Ciao. Ciao. Isabel? Ja? Wie siehst du dem Tag heute entgegen? Ja, schöne Sonne. Mal schauen, was kommt. Ja, Donnerstag. Es wird vielleicht nicht ganz so viel, aber ansonsten schauen wir mal, was so kommt. Wir lassen uns überraschen. Auf eines kann die im Harz geborene Thüringerin sich verlassen. Jeden Donnerstag um 11 kommt die Warenlieferung. Sie hat also Vorrat für eine Woche bestellt. Da braucht sie schon Unterstützung beim Ausladen. Roldan! Wo sind die denn? Roldan Fuenmayor ist ihr Mann, stammt aus Venezuela, wo auch sie mit ihrer Familie bis letztes Jahr gelebt hat. Er hilft ihr hier oben. Viel Arbeit, aber ist normal. Ist gut. Es läuft gut. Ja, das Wichtigste ist, dass wir uns die meiste Zeit zusammen sehen, nicht? Während der Arbeit. Erste Erfahrungen mit dem Hüttenleben sammelte Isabel als Studentin der Bioanalytik in einem Ferienjob auf der Bad Kissinger Hütte. Dort wurde sie von der DAV-Sektion Augsburg entdeckt und gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, die Otto-Meyer-Hütte zu bewirtschaften. Ja, das war eigentlich erstmal im Plan, wieder von Venezuela nach Deutschland zurückzukommen, im Labor zu arbeiten und erstmal Fuß zu fassen. Und ja, und dann haben wir uns beworben hier auf der Otto-Meyer-Hütte. Und es hat gut geklappt bis jetzt. Treppe einen Stock höher, Zimmer Nummer 7. Früher als erwartet kommen die ersten Übernachtungsgäste. Hans und Lilo Böhringer aus Heilbronn. Nach ein paar Informationen zum Hüttenleben wollen sie sogleich ihr Zimmer beziehen. Da, wir kommen früh, dann kriegen wir ein besseres Bett. Wir sind jetzt mit der Seilbahn hoch und hierher, dann können wir eben wieder einfach ein bisschen rundlaufen. Ob das Zimmer Ihnen wohl gefällt? Im Großen und Ganzen schon, doch Sie wollen eine schönere Aussicht. Nach einer Rücksprache mit der Hüttenwirtin kein Problem. Noch können Sie umziehen. Ja, viel besser. Die Sonne scheint. Tolle Aussicht. Raus. Perfekt. Das Küchenteam ist international und außergewöhnlich. Roldan hat in Venezuela mit Francisco aus Italien Physik studiert. Unterstützt werden sie von Uroš aus Slowenien. Heute Abend soll es als Hauptgang im Hüttenmenü den Schweinsbraten geben. Ich habe diese gelernt vom Fritz, Isabel Bruder, letztes Jahr. Und danach kommt eine Kruste. Der Bruder, ein gelernter Koch, hat ihm viel beigebracht. Die neue Hüttenwirtin hat schon länger Erfahrungen in der Gastronomie gesammelt. In Venezuela half sie den Eltern, die dort eine Pizzeria betrieben hatten. Und wie schmeckt's dem Ehepaar Böhringer? Sehr gut schmeckt's. Also ist auch so richtig, was man erwartet in der Hütte. So richtige Knödel und ein bisschen kräftig, dass man fit ist für den Berg. Zwischendurch haben Isabel und Roldan etwas Zeit, um Alben anzuschauen, die ihnen die DAV-Sektion Augsburg hat zukommen lassen. Die Fotos über das frühere Leben in und um die Hütte stammen vom Beginn des letzten Jahrhunderts. Man merkt, dass hier vor vielen Jahren schon Leben war. Genau. Und dass es bestimmt ganz viel Kraft gekostet hat, das hier alles so aufzubauen, vor allem in der früheren Zeit. Alles begann 1899, als Otto Meyer, der damalige Vorsitzende der DAV-Sektion Augsburg, auf der Allgemeinen Deutschen Sportausstellung in München den Prototyp einer Berghütte in reiner Holzbauweise erwarb. Sie wurde in ihre Einzelteile zerlegt und in die Tannheimer Berge gebracht. Im Juli 1900 war die Eröffnungsfeier. Die Hütte wurde bald zu klein und bereits 9 Jahre später erstmals erweitert. Isabel ist nun die 9. Wirtin auf der Otto-Meyer-Hütte. Ein Film des Bayerischen Rundfunks von 1979
dokumentiert den Besuch ehemaliger Hüttenwirte. Das Ehepaar Nickel besuchte seinen Nachfolger Ignaz Erl. Damals blätterten sie im selben Album. Ganz, ganz wilde, zackige Burschen waren das. Gell? Kann man wohl ja, sagen. Ja. Mhm. Da kam halt einer und hat gesagt, da und da ist irgendwas passiert. Und musste mein Mann halt oder mein Vater damals schon alles liegen und stehen lassen und aufgehen und denjenigen aus der Wand holen, ob tot oder lebendig. Nicht? Früher war es genauso der Pressel, als wie es heute der Pressel. Ja, gell? Genau. Das holt man es halt mit dem Hubschrauber. Genau. Ab 2004 wurde die Hütte saniert und ein Anbau gemacht. Sie ist autark, hat eigenes Wasser und Strom. Am späten Mittag füllt sich die Terrasse weiter mit Gästen. Die Suppe werden die ausgerufen? Nein, wir bringen sie euch raus. Was gefällt Isabel an ihrem neuen Beruf? Das Glückliche, wie sie reinkommen. Man bringt ihnen unser Essen, wo wir hoffen, dass sie Freude dran haben. Und ja, halt die Berge, das Schöne, der Spaß, den wir manchmal in der Küche machen, etc. Es ist einfach lustig. Am Nachmittag nähern sich weitere Übernachtungsgäste, etwa von der Füssener Jöchlebahn. Manche haben auch die Füssener Hütte oder die Willi-Merkel-Hütte für Selbstversorger zum Ziel. Durch das Rheintal wandert man 2,5 Stunden hinauf. Schneller geht's mit dem Mountainbike. Lager Nummer 9. Komm einmal mit, ich zeig's dir. Fast 30 Gäste haben sich angemeldet. Über 80 könnte die Hütte beherbergen. Susanne Zeiger ist von der Bad Kissinger Hütte gekommen. Einfach hier ein Bett wegnehmen. Welches du magst. Okay, genau. Ich glaube, das ist das Beste. Das ist das Beste? Genau. Ich überlege noch, was das Beste ist. Das ist vielleicht das Ruhigste. Aber da ist das Fenster. Die Platzwahl, immer ein großes Thema. Um 18 Uhr gibt es jeden Abend ein Hüttenmenü. Auch Isabels Vater Heiko hilft diese Saison da, wo er gerade gebraucht wird. Ich mache das wahnsinnig gerne hier, weil das eine Arbeit ist, die nicht jeder hat. Und ich habe übelst Respekt vor ihr, dass sie in dem Alter so was aufgehalten hat. Und ich denke, sie macht es auch sehr gut. Die 29-Jährige hat weniger Essen auszugeben als geplant. Wieder mal haben Gäste einfach nicht abgesagt. Letztlich sind es nun rund 20. Die verwöhnt die Hüttenwirtin so gut sie kann. Auch Hans und Lilo Böhringer. Bitte schön, einen guten. Ich bin zum ersten Mal hier, aber es gefällt uns sehr gut. Wir sind sehr freundlich empfangen worden und wir fühlen uns hier richtig wohl. Weil es halt auch nicht so groß ist und so familiär und so. Also doch, wirklich gut hier. Das Hüttenteam ist motiviert, auch wenn alle seit 6 Uhr auf den Beinen sind. Erste Ermüdungserscheinungen? Es geht. Die Batterie geht zwar langsam runter, aber bis um 10 müssen wir noch durchhalten. Aber das passt. Heute ist es ruhiger. Heute saß man ein Stündchen in der Sonne, könnte man fast sagen. Und ja, da passt das. Die Saison endet mit dem ersten Schneefall. Dann arbeitet die Bioanalytikerin in einem Krankenhaus. Doch im Mai wird Isabel Steinbrück hier wieder Hüttenwirtin sein.